Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Vettel, Max Verstappen und Ricciardo. Perez, Hülkenberg, Magnussen und Romain Grosjean. Massa, Sainz Jr., Jolyon Palmer und Ocon. Ein McLaren, Quert, Lance Stroll und Pascal Wehrlein. Alonso und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu F1 2017. Zum großen Preis von Italien. Ja, ich bin nicht wirklich guter Dinge. Absolut nicht. Ich habe schon ein paar Probestarts gemacht. Da hat es immer mal gekracht auch. Die KI verhält sich anders. Ja, es gab einen neuen Patch. Dadurch verteidigt die KI etwas cleverer, etwas aggressiver aber auch. Dazu kommt, dass es hier regnet und wir noch keine Erfahrung im Regen gesammelt haben. Das wird natürlich eine rutschige Angelegenheit. Kann schnell mal der Frontflügel abfliegen. Also, ja, das wird in jedem Fall ein interessantes Rennen. Ich würde sagen, ich gebe dazu noch ein paar Ausführungen dann in der Einführungsrunde. Wir schauen uns die Rennstrategie an, Inters. So, nach 20 Runden ungefähr könnte man meinen, dass das mit dem Regen aufhört. 54,6 Runden nehmen wir mit, 100 Kilogramm genau. Das reicht für plus 1,6 Runden. Mal schauen, was wir dann am Ende für eine Trockenreifenstrategie fahren. Aber wie gesagt, die Strategie passt alles soweit. Dann würde ich sagen, hören wir in die Nationalhymne und gehen in die Einführungsrunde. Ja, sehr schöne Hymne, wie ich finde. Und damit starten wir jetzt direkt in die Einführungsrunde. Wird nicht mehr viel Zeit verloren. Es ist das kürzeste Rennen im Normalfall, zumindest unter Trockenbedingungen. Schauen wir mal, wie schnell es hier trocken wird. Und schauen mal, was uns hier im Rennen erwartet. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Machen wir, Chef, machen wir. Also, vielleicht kurz noch ein paar Ausführungen zu den Patches, die neu dazugekommen sind. Zum einen ist da der Patch eben zur Verteidigung. Es war ja meistens so, wenn wir die KI überholt haben, konnten wir einfach innen reinbremsen, beziehungsweise konnten wir uns ransaugen, mehr oder minder, und dann innen reinfahren in der Kurve und so überholen. Die KI wird jetzt öfter auch Kampflinie fahren, quasi die Innenseite zumachen. Und somit wird das Überholen natürlich schwieriger. Zum anderen
War meistens der Fall, dass wir im Rennen viele Plätze gut machen konnten, weil die Qualifying Pace komplett unterschiedlich war zur Rennpace. Um das etwas genauer auszuführen, die Qualifying Pace, die KI war ja meistens relativ stark im Qualifying und hat dann im Rennen stark nachgelassen. Auch das soll angepasst worden sein. Mal schauen, inwiefern wir eine Chance haben, trotzdem nach vorn zu kommen oder nicht. Das könnte natürlich sehr interessant werden. Des Weiteren ist es nass. Wir dürfen nicht ganz so aggressiv fahren. Ich werde sowieso etwas vorsichtiger an die ganze Angelegenheit herangehen, als ich das im Qualifying gemacht habe, wo wir abgeflogen sind. Weil hier kommt es eben auf 53 Runden an, nicht auf eine. Und ja, wir müssen schauen, dass wir nicht ganz so aggressiv in die Überholmanöver gehen. Da habe ich auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt beim Probefahren. Da kam hier in der Kurve kam einer innen und wenn wir dann so zumachen, dreht es uns weg. Und dann ist die Mauer hier ganz nah und dann könnte das den Ausfall bedeuten. Ist natürlich alles leichter gesagt als getan am Ende, weil wir wollen ja trotzdem irgendwie unsere Position halten, Boden gut machen. Eigentlich ist es eine relativ einfache Strecke, aber ja, eigentlich halt nur. Und damit geht es jetzt in die Startaufstellung. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Italien hier im Autodromo Nazionale di Monza und mir das nötige Quäntchen Glück, was es braucht, um hier heil durchzukommen. So, wir müssen versuchen, irgendwie die Innenbahn zu bekommen nach dem Start gleich. Das könnte enorm wichtig werden. Und möglichst nirgendwo ins Sandwich geraten. Das wäre auch wichtig. Direkt in den Zug gemacht, so wie das sein muss. Hier will einer tatsächlich trotzdem... Alter, wir sind auf Position 20. Was ist hier denn los? Das war ja mal ein katastrophaler Start. Okay, wir konnten zwar in der ersten Kurve wieder vorfahren auf 14, aber ich habe ja komplett Gas gegeben, deswegen verstehe ich das nicht so wirklich. Naja gut, schauen wir mal. P14 ist es erstmal wieder. Dürfen wir jetzt nicht zu viel riskieren, möglichst niemanden reinfahren, das wäre wichtig. Ja, da wäre es nämlich fast schon passiert, dass ich dort zu viel wollte und in den Massa reinfahre. Jetzt die beiden Lesmos. Gut gemacht, Partner. Guter Start. Danke dir. Wir haben tatsächlich sogar eine Position gut gemacht. Dass, obwohl wir ja relativ schnell auf P20 durchgereicht wurden. Wahrscheinlich, weil wir halt etwas abseits der Strecke gefahren sind und es dort halt eben auch nasser ist, nicht so viel Grip da ist und deswegen fuhren die anderen alle an mir vorbei. Aber ich wollte halt die Innenbahn haben. So, können wir an Felipe Massa dranbleiben, den eventuell sogar kassieren irgendwo? Das ist die entscheidende Frage. Natürlich sollten wir das insgesamt etwas vorsichtig machen. Ein Abflug und alles ist hier vorbei. Konnten wir ihn etwas ausbremsen. Er fährt natürlich in mich rein. Keine Ahnung, warum er auf die Idee kommt, das zu machen. Aber wir haben ihn erstmal überholt. Weiter geht's. Dort vorne wäre dann Carlos Sainz der Nächste. Schauen wir mal. Dadurch, dass Sainz halt aufpassen muss auf seine Vorderleute, könnten wir mit ein bisschen Glück vorbeirutschen. Möglichst aber nichts kaputt machen dabei, das wäre wichtig. Boah, jetzt hatte ich Angst, dass ich den Grosjean auch gleich mitnehme. Sind zwar, glaube ich, sogar näher dran als an Sainz. Grosjean und Magnussen vor uns.
Wir sind definitiv näher dran als an Sainz. Das könnte interessant werden jetzt. Nicht zu spät bremsen, das ist wichtig. Jawohl. Ihm schön Platz lassen, fair das Ganze gestalten. Und zack, sind wir vorbei. Position 11. Alter, Checo Perez macht hier Probleme. Alter, berühr mich nicht. Ich habe keine Lust, mich wegzudrehen wegen dir. Besserer Kurvenausgang für uns und dann schnappen wir uns in der letzten Runde gleich zwei Autos, vor uns jetzt Dani quert. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Er zieht außen an uns vorbei. Bringt ihm nur nichts. Weil wir mit der Innenbahn die bessere Bahn hatten. So viel zum Thema Kampflinie. Aber das kostet uns natürlich alles Zeit, dieses Verteidigen. So, Perez wird den nächsten Angriff wagen. Gehe ich stark von aus. Ich will allerdings die Innenbahn haben, Checo. Und wieder erfolgreich verteidigt gegen Perez. Alonso steht dort immer noch. Und er wurde noch nicht weggeräumt. 10 Minuten, das ist dann ungefähr Runde 15, 16, 17. Wo es dann aufhört mit Regnen, sehr gut. Also lass... Ah, jetzt hat er die Innenbahn, das ist natürlich schlecht. Ich habe mich, glaube ich, verbremst. Jo, wir haben uns verbremst. Und er kann eventuell vorbeigehen oder auch nicht. Oder auch nicht. Schauen wir mal jetzt vielleicht außen. Er versucht es innen gleich, ja. Oder wir kreuzen ihn einfach und holen uns so unsere... Position wieder. Er versucht uns allerdings ins Kiesbett zu drängen. Jetzt die Lesmos zu zweit. Das muss, glaube ich, auch nicht unbedingt sein. Lassen wir ihn fahren. Lassen wir ihn fahren. Checo, die Runde geht an dich. Wir müssen uns an der Stelle dann auch einfach geschlagen geben. Alles andere ist einfach zu gefährlich dann auch. Hier brauchen wir allerdings die fette Mischung, sonst wären wir in der Ascari angegriffen. Das ist mir zu heiß. Also wir fahren rein in die Box. Holen uns Super Softs und fahren dann zweimal Super Soft durch. Bis zum Rennende. Okay. Ich hoffe, wir haben Glück. Dass wir relativ schnell wieder rausgelassen werden. Los, raus mit dir. Jawohl, müssen auf niemanden warten. Die Strecke wird natürlich noch nicht optimal sein. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch einen Boxenstopp. Ah, die Ascari schlecht erwischt, jetzt wird er vorbeigehen. Ja. Haben wir ein bisschen Glück bekommen, wie jetzt das DRS. Ja, wir bekommen das DRS.
aber reicht nicht für einen Konter. Grosjean müssen wir ziehen lassen. Und Magnussen ist der Nächste, der sich uns schnappen wird wahrscheinlich. Ja, die Ascari müssen wir dann einfach innen anfahren und dann haben die richtige Probleme. Wir haben kein DRS. Uiuiui. Kommt jetzt gleich wieder die nächste Attacke von von Magnussen. Uiuiui, ich nehme auch noch Gras mit hier. Wir haben auch schon mehr als die Hälfte weg. Wie gesagt, es ist ein ganz schnelles Rennen. Ich will die Innenbahn, Magnussen. Hey, pass auf. Tja, wir werden, denke ich, noch eine Weile gegen ihn kämpfen dürfen. Da ich die Schwächen der KI mittlerweile ganz gut ausgelotet habe, wann ich wo wie verteidigen muss. Geben ihm wieder die Außenbahn. Wieder hat er keine Chance. Gut verteidigt. Kostet natürlich alles Zeit, was wir hier machen. Nächster Angriff Parabolica. Die fahre ich wie gesagt außen. Ja, wusste ich da, dass wir uns hier außen verteidigen müssen. Dass das dort cleverer ist, außen zu fahren, weil wir eben mehr Schwung reinnehmen können, die Kurve. Angriff in der Parabolica wird kommen. Verstappen mit Problem. Massa wird sich uns jetzt krallen, da haben wir keine Chance. Alter, der fährt sogar innen vorbei. Ich werde kreuzen. Lässt er aber nicht zu, dass ich kreuze. Ja, Massa, was du dort machst, weiß ich aber auch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. So, wir müssen den Boxenstopp vorziehen. Alles klar. Sehr gut. Das passt mir sehr, sehr gut. Also der Massa dort komplett zugemalt. Irgendwo muss ich auch bremsen. Ja, und wenn ich dort aufs Gras fahre, dann kriege ich sowieso aufs Maul. Ja, ist richtig, Chef. Schau ich gleich, Chef. Okay, geht in Ordnung. Ich denke, das ist gar nicht so dumm. Frage ist, ob auch die KI ihre Strategie anpasst. Du musst diese Runde reinkommen. Was mich so ein bisschen verwundert, ist, dass Massa dort nicht ausgeschieden ist, aber den habe ich auf jeden Fall gut weggedreht. So, wir lassen den Flügel wechseln, ganz klare Angelegenheit, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Das heißt zwar, dass wir ein paar Positionen verlieren, aber ja, es nützt nichts. Ich wusste halt, die Massa deutet halt erst an, dass er außen verteidigen will. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Ja, und dann zieht er auf einmal, dass er innen verteidigen will, und dann zieht er auf einmal nach außen. Und dann habe ich auf einmal nirgendwo mehr Platz hinzubremsen. Okay, die Konkurrenz fährt mit Soft. Das ist ja mal interessant.
Also ich werde auf jeden Fall jetzt die Reifen schön schonen in der Safety Car Phase und dann haben wir die besseren Reifen. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Was soll das? Ich kann nicht noch schneller fahren. Nico Hülkenberg aus dem Rennen. Ich komme nicht schneller ran. Vor allem bin ich doch schon dran auch. Wie? Warum kriege ich die Durchfahrtsstrafe? Für was denn? Du hast eine Durchfahrtsstrafe. Hä? Was muss ich denn machen gerade? Was will das Spiel von mir? Vor allem habe ich jetzt eine Durchfahrtsstrafe, ich weiß nicht warum. Überhole das Auto vor dir, wir dürfen seine Position einnehmen. Überhole Räikkönen? Heidewitzke, Alter. Kehre sofort an deine Position was? Zurück, also, ja, hast du gerade, das ist gerade ein absoluter Safety Car Bug hier. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Geh mir nicht auf den Sack. Also das ist gerade super sinnlos, was hier passiert. Ich probiere es mal mit einer Rückblende. Ob es dann vielleicht weg ist, der Fehler. Aber das ist gerade... Hier stimmt gerade irgendwas absolut gar nicht. Lewis Hamilton aus dem Rennen, keiner weiß warum. Und jetzt fahre ich wieder zu weit zurück. Das macht absolut keinen Sinn vom Spiel. Das macht absolut keinen Sinn, was das Spiel hier gerade macht. Das macht keinen Sinn. Vor allem unerlaubtes Überholmanöver gegen Vettel. Warum denn? Jetzt fahre ich wieder zu weit zurück. Es ist nicht klar, was ich hier machen soll. Jetzt ist das endlich weg. Aber wir haben trotzdem eine Durchfahrtsstrafe. Ich weiß nicht wofür. Ich weiß es wirklich nicht. Darf ich Vettel überholen? Nein. Okay. Ja, die Durchfahrtsstrafe werde ich direkt antreten. Aber... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, diesen Fehler. Also das ist jetzt richtig ärgerlich. Das macht mir natürlich jetzt auch alles kaputt hier. Gut, sicherlich wäre eine Durchfahrtsstrafe angebracht gewesen für das Manöver gegen Massa. Gebe ich zu. Aber für die Aktion, für die ich es hier tatsächlich bekommen habe, das ist Quatsch. Max Verstappen wurde disqualifiziert. Ja, also Danny Ricciardo disqualifiziert. Sergio Perez disqualifiziert. Also Safety Car. Hier passt irgendwas nicht mit dem Safety Car. Das ist definitiv falsch programmiert, immer noch. Es war schon immer so, dass das Safety Car immer mal Probleme hatte. Jetzt wäre ich hier geghostet, keine Ahnung warum. Oh nein, kein Boxenstopp, kein Boxenstopp. Ja, ich habe auch eine zu absolvieren. Wir geben jetzt Gas und fahren in der nächsten Runde rein, weil ich jetzt gerade Boxenstopp gedrückt hatte. Das war dumm von mir.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege vor uns, Lance Stroll, auch eine hat. Da haben scheinbar einige eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Ah, okay, der hat keine. Aber das ist ja mal super sinnlos hier. Wir wurden auch schon einmal überrundet. Sind auf P8. Also, keine Ahnung, was hier los ist. Boah, ist das da ernst? Ich komme gerade aus der Box. Bottas. Ja, den können wir vorbeilassen. Können wir Benzin sparen. Blaue Flagge macht den Die letzte Runde für uns, weil wir einmal überrundet wurden. Ziehen wir das Fazit zum heutigen Rennen jetzt schon mal. Wenn es bei der Position bleibt, bin ich insgesamt ganz zufrieden. Wir holen Punkte, das hätte ich nicht gedacht. Ja, was muss ich ansprechen? Die Leistung von Codemasters, um ehrlich zu sein. Also vor allem diese Strafe, die wir unberechtigterweise bekommen haben, weil ich angeblich zu weit zurückgefallen wäre. Also Safety Car schon seit Jahren das Problem, das bekommt Codemasters nicht in den Griff. Kann mir vorstellen, dass das schwer zu programmieren ist. Aber entweder ich programmiere es richtig und nehme das Safety Car rein oder ich programmiere es halt oder kann es halt nicht programmieren, dann kann ich es halt nicht reinnehmen, das Safety Car. Gut, ich könnte es natürlich auch abwählen, ist klar, aber das, ich mag das Safety Car. So, wenn es mir schon angeboten wird, nutze ich es. Aber trotzdem habe ich halt dann den Anspruch, dass es funktioniert. Und es war jetzt auch das erste Mal, dass es nicht funktioniert hat. Zumindest bei mir, bei den Gegnern ist es ja schon häufiger passiert, dass sie Strafen bekommen haben. Aber wenn es einen selber trifft, dann stört es natürlich massiv. So, wie immer ein paar kleine Fehler gemacht, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich insgesamt von Rennen zu Rennen immer besser geworden bin. Und deswegen bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Glückwunsch an Kimi Räikkönen, der das Rennen hier gewinnt. Wir werden am Ende Achter und holen wertvolle Punkte. Großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Valtteri Bottas, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Wahrscheinlich Daniel Kvyat. Der junge Russe muss großen Erwartungen gerecht werden und genau das hat er heute getan. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, zum Rennergebnis. Die beiden finden ganz von Kimi Räikkönen gewinnt den großen Preis von Italien vor Valtteri Bottas. Romain Grosjean sichert sich den dritten Platz in diesem Safety Car Chaos, in diesem Backrennen. Dani Kvyat auf 4, Sebastian Vettel nur auf 5. Ich könnte mir vorstellen, dass der einige Strafen hatte. Schauen wir uns das mal an. Zum Beispiel diese 1x5-Sekunden-Strafe ist hier mit dabei. Esteban Ocon auf 6, Palmer auf 7, wir auf 8. Hinter uns Lance Stroll und Carlos Sainz mit dem letzten Punkt. Kevin Magnussen auf 11, 12. Felipe Massa und 13. Pascal Wehrlein. Das sind die, die ins Ziel gekommen sind. Hamilton ausgeschieden, Hülkenberg ausgeschieden, Ericsson ausgeschieden, Alonso ausgeschieden, Perez und Ricardo sowie Max Verstappen disqualifiziert. Schauen wir mal in die Rennleitung rein.
Ja, Kollision mit Wehrlein verursacht, die habe ich gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Mechanisches Versagen, Kollision mit Massa verursacht, gab bloß eine Verwarnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, dass es hier nur eine Verwarnung gab. Hier, du fällst zu weit zurück. Diverse Leute haben diese Warnung bekommen und mussten eine Durchfahrtsstrafe machen. Sebastian Vettel, schwere Kollision mit Magnussen verursacht, Stop and Go. Das ist sehr interessant. Schwere Kollision mit Sainz verursacht, Stop and Go. Also hier hat wieder einiges nicht gestimmt. Safety Car ist eine Katastrophe, wie das programmiert ist, wie ihr das hier sehen könnt. Es ist aber nur der Fall, wenn man tatsächlich während der Safety Car Phase in die Box fährt. Dann hat das Spiel Probleme. Ich glaube, wenn man nicht in die Box fährt, hat das Spiel keine Probleme, aber ja, es gehört halt dazu. Man fährt halt rein während der Safety Car Phase, weil man da beim Boxenstopp nicht so viel Zeit verliert. Und man halt die Strategie anpassen kann und es dann am Ende halt so schneller ist. Aber ja, Codemasters, da besteht noch Bedarf nachzuholen. Gut. Gehen wir zurück ins Fahrerlager und holen uns entsprechend noch ein paar Ressourcenpunkte. Straffrei sind wir nicht geblieben, aufgrund der Durchfahrtsstrafe, die wir kassiert haben. Ja, möchte ich jetzt nichts dazu sagen mehr. Habe ich, denke ich, genug dazu gesagt. 201 Ressourcenpunkte, damit gehen wir ins nächste Wochenende. Nichtsdestotrotz gewinnen wir die Fahrerrivalität mit 30-14. Und damit geht es beim nächsten Rennen dann wahrscheinlich einen nächsten Rivalen. Karrierepunkte interessieren niemanden. Ich liebe diesen Sport. Hier zu sein, mittendrin. Den Geruch von Öl und verbranntem Gummi. Und ich will an der Strecke stehen, wenn du wieder in einem meiner Autos sitzt. Also, ich hätte zwei neue Events im Angebot, die wären perfekt. Aber welches der beiden würde dich eher interessieren? Wenn du mich fragst, gibt es da eigentlich fast keinen Unterschied. Also entscheide du. Okay. Wähle deine Präferenz. Rennen in Japan kurz oder überholen Herausforderungen Bahrain kurz? Ja, werde der Beste deiner Klasse in Japan oder beginnt mit einem fliegenden Start die vorgegebene Anzahl Autos zu überholen, ehe die Zeit abläuft in Bahrain. Kurz. Ja, Bahrain sind wir jetzt schon oft genug gefahren, die kurze Strecke. Machen wir das. Oh, und es geht nicht direkt dorthin. Das ist natürlich klasse, das gefällt mir sehr gut. Sehr schön, dann kann ich nämlich hier das Ganze jetzt beenden. Und dann geht es das nächste Mal weiter mit dem Einladungsevent. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn Codemasters hier ein paar Bugs eingebaut hat. Ja, nützt nichts. Nützt alles nichts. Das Spiel ist trotzdem im Großen und Ganzen echt in Ordnung. Es ist schwer, das Spiel fehlerfrei zu machen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen wird es dann noch ein paar Jahre dauern, bis hier ein perfektes Formel 1 Spiel rauskommt. Aber ich finde das schon sehr, sehr gelungen. Also, dann sehen wir uns das nächste Mal hier zum Einladungsevent wieder. Bis dahin, macht's gut.